2000. Das ist aber nun endgültig das letzte Geld, was ich für diese verdammten Automaten ausgebe. Machen Sie sich draus, Frau Gräbner. Jeder hat mal Pech. Und jetzt sind Sie die Sorgen los. Seien Sie froh. Ja, aber solche Fahrten und ein Besuch im Theater, das kostet doch Geld. Sicher, Frau Wiegand, da haben Sie schon recht. Aber das wird ja alles praktisch abgedeckt durch die Aufnahmegebühr und vor allem durch den Jahresbeitrag. Jetzt einsteigen, in 3 Monaten den Gewinn mitnehmen und auf einen Schlag die Schulden zurückzahlen. Wäre das nichts? Also gut, rufen Sie an. Ich überleg's mir bis dahin. Ja, und wie gesagt, das Geld ist überwiesen, ist in den nächsten Tagen auf Ihrem Konto. Wiederschauen. Guten Tag, meine Damen und Herren. In der Adventszeit geht es überall in den Medien etwas besinnlicher zu als sonst. Es sind die Wochen, in denen man nachdenkt und auch einmal einen Gedanken mehr als üblich für seine Mitmenschen aufbringt. So gesehen passt die Sendereihe Vorsicht Falle natürlich auch ganz besonders in diese Zeit. Sie ist als Hilfe gedacht, nicht nur für jeden, der uns heute zuschaut, sondern auch für Freunde und Angehörige, denen sie von den Tricks und Maschen berichten können. Denn Trickdiebe und Betrüger machen leider keine Weihnachtspause. Unser erstes Beispiel beschäftigt sich mit einer besonders verwerflichen Masche. Die Täter haben es dabei nämlich auf eine Opfergruppe abgesehen, die in aller Regel schon einmal geschädigt wurde und dadurch in Not geraten ist. Ausgerechnet diese Notlage benutzen die Betrüger dann, um die Leute erneut hereinzulegen. Gisela Gräbner gehört zu ihnen. Sie betreibt in einer pfälzischen Stadt ein kleines Lebensmittelgeschäft. Durch die wachsende Konkurrenz der Supermärkte ist ihr Umsatz in den letzten Jahren ständig zurückgegangen. Deshalb hat sie vor einigen Monaten von ein paar windigen Vertretern dazu animiert, 3 Automaten gekauft, in denen sie Lebensmittel und Süßwaren auch außerhalb der Geschäftszeit anbietet. Frau Gräbner hat für diese Automaten 17.000 Mark Bankschulden aufnehmen müssen. Eine Belebung des Geschäftes ist jedoch nicht eingetreten. Der Umsatz, den sie mit den Automaten macht, deckt noch nicht einmal die Zinsen für den Kredit. Tag, Frau Gräbner. Tag. Na, haben die Automaten gut für Sie gearbeitet? Im Gegenteil, Herr Schlüter. Ich habe für die Automaten gearbeitet, umsonst. Na, vielleicht wird es noch, Frau Gräbner. Alles Gute dann. Dankeschön, Herr Schlüter, aber ich glaube das nicht mehr. Gisela Gräbner zählt zum Heer der Automatengeschädigten. So wie viele andere Bürger der Bundesrepublik ist sie auf die kriminellen Tricks der Automatenverkäufer hereingefallen. Nachdem sie erkannt hat, dass die teuren Apparate höchstens ein Zehntel des versprochenen Umsatzes bringen und ihre Schulden damit praktisch immer größer werden, will sie die Geräte so schnell wie möglich wieder verkaufen. Auf ein entsprechendes Inserat in der Zeitung hat sich jedoch zunächst niemand gemeldet. Ganz überraschend taucht dann aber doch ein Interessent auf. Und zwar ausgerechnet einer der Männer, dem sie ihre Zwangslage zu verdanken hat. Ja, bitte. Kennen Sie mich denn nicht mehr, Frau Gräbner? Mein Name ist Reinhard, vom Gloria Automatenvertrieb. Was, Sie? Also das finde ich ein starkes Stück, dass Sie sich hier reintrauen. Ja, aber Frau Gräbner, warum denn nicht? Wir sind doch Geschäftspartner. Schöne Geschäftspartner. Ins Unglück haben Sie mich getrieben. Ich weiß nicht mehr aus noch ein vor lauter Schulden. Nicht mal die Zinsen bringen die Dinger. Ja, ich habe mich schon gewundert. Ich habe Ihr Inserat in der Zeitung gelesen und gesehen, dass Sie verkaufen wollen. Also ehrlich gesagt, ich begreife nicht, dass das bei Ihnen nicht laufen soll. Na, vielleicht kommt es noch. Ach was, da kommt nichts mehr. Die Dinger müssen weg, damit ich wenigstens von den Schulden runterkomme. Soll ich Ihnen denn dabei helfen? Sie? Wieso? Könnten Sie das denn? Vielleicht. Wir haben gelegentlich auch Kunden, die sich für gebrauchte Automaten interessieren. Gut. Dann verkaufen Sie mir die Dinger. Moment, Frau Gräbner, nicht so schnell. Ich sagte vielleicht. Wie viel wollen Sie denn haben für die 3 Maschinen? Sie wissen doch, ich habe 17.000 dafür bezahlt. Ach, das kriegen Sie natürlich jetzt nicht wieder. Also ein paar Abstriche müssen Sie da schon machen. 12.000 könnte ich mir vielleicht denken, die da rauskommen. Da hätte ich ja 5.000 Mark Verlust. Ja, das ist genau wie bei den Autos. Neuwagen zugelassen, einen Tag gefahren, sind auch gleich ein paar Tausender weg. Ja, schon, aber gleich so viel. Ach, die sind doch so gut wie neu.
Tja, und dann, Frau Gräbner, also eine kleine Provision für mich wäre da auch schon fällig, nicht? Also jetzt hören Sie mal. Jetzt machen Sie aber einen Punkt. Erst ziehen Sie mir mit den Automaten das Fell über die Ohren und jetzt sitze ich drin in der Misere und jetzt wollen Sie auch noch Provisionen. Also ganz umsonst kann ich es auch nicht machen. Denken Sie doch nur an meine Spesen. Sie können sich's ja überlegen, Frau Gräbner. Wenn ich einen Kunden für Sie habe, dann rufe ich Sie an und dann können Sie mir ja sagen, ob Sie wollen oder nicht. Tja, also dann auf Wiederschauen, Frau Gräbner. Der Automatenvertreter weiß, dass Frau Gräbner praktisch keine Wahl hat. Sie wird jedes Angebot annehmen, auch wenn es noch so schlecht ist. Denn jeder Tag, in dem die Automaten in ihrem Besitz bleiben, bedeutet für die Frau einen zusätzlichen Verlust. Aber einige Tage später scheint Frau Gräbner tatsächlich aus dem Dilemma herauszukommen. Herr Reinhardt ist wieder aufgetaucht und berichtet, dass er einen Abnehmer gefunden hat. Sie dürfen dem Mann natürlich nicht auf die Nase binden, dass Sie die Dinger los sein wollen, nicht? Sonst denkt er nachher noch, es liegt an den Geräten, dass Sie keinen Umsatz gemacht haben. Ja, was soll ich denn sagen, wenn er fragt? Sagen Sie ganz einfach, dass Ihnen zu viel wird, dass Sie sowieso den Laden langsam aufgeben wollen. Ja, damit der nicht auch noch abspringt. Tja, so schnell würden wir keinen wiederfinden, der Ihnen 12.000 Mark dafür gibt. Ach, Gott sei Dank bin ich froh, wenn das geklappt hat. Und denken Sie schon an die Provision, an die 2.000 Mark, Frau Gräbner? Ja, sicher. Aber wie wollen wir das denn machen? Ich bleibe noch ein bisschen da, wenn die weg sind. Dann können wir das ja unter uns regeln. Wieso, wenn die weg sind? Naja, der kommt in einer halben Stunde, bringt gleich seine Monteure mit, die die Geräte abbauen. Mensch, pass auf, soll ich mir die Pfoten quetschen? Ja, kann ich doch nicht dafür, wenn die Dinger so blöd sitzen. Wer weiß, wer die angeschraubt hat. Also das gefällt mir an Ihnen, Frau Gräbner. Sie sind Geschäftsfrau und von schnellem Entschluss. Was soll ich denn machen? Ich muss ja wohl in den sauren Apfel beißen. Was soll's, Frau Gräbner? Wir müssen alle mit der Zeit etwas kürzer treten. Sind Sie doch froh, dass das mit der Arbeit allmählich weniger wird? Naja, im Grunde genommen bin ich es ja auch. Da brauche ich ja nur noch zu bezahlen und dann ist alles perfekt. Wie? Sie zahlen mit Scheck? Hören Sie, ich bin Geschäftsmann. Soll ich etwa die Tausende mit mir spazieren tragen? Der Herr Reinhardt kennt mich. Ja, es geht schon in Ordnung, Frau Gräbner. Da brauchen Sie keine Bange zu haben. Oder wollen Sie die Sache rückgängig machen? Nein, nein, geben Sie nur her. Und vielen Dank auch. Der Wiederverkauf der Automaten wird schnell und unkompliziert abgewickelt. Die Männer, die die Geräte abmontieren, verrichten ihre Arbeit mit Routine. Und Frau Gräbner ist, trotz des Verlustes, den sie hat hinnehmen müssen, zu guter Letzt tatsächlich recht froh, die Automaten wieder los zu sein. 6, 7, 8, 9, 10. 2.000. Das ist nun mal endgültig das letzte Geld, was ich für diese verdammten Automaten ausgebe. Ach, machen Sie nichts draus. Jeder hat mal Pech. Das konnte man nicht voraussehen, dass die Dinger hier nicht laufen würden. Und jetzt sind Sie die Sorgen los. Seien Sie froh. Nachdem sie auch noch die Provision bezahlt hat, glaubt Frau Gräbner, dass ihr Abenteuer mit den Verkaufsautomaten endgültig überstanden ist. Der große Schreck steht ihr dann erst noch bevor, als sie einige Tage später bei ihrer Bank vorbeigeht und sich nach der Gutschrift des Schecks erkundigt. Es tut mir leid, Frau Gräbner. Der Scheck ist nicht gedeckt. Den können wir nicht gutschreiben. Ja, aber wieso? Das gibt's doch gar nicht. Ich bedauere, Frau Gräbner, das nicht zu machen. Ich habe mit der anderen Bank telefoniert und gehört, dass da schon mehrere Schecks geplatzt sind. Das verstehe ich nicht. Der Herr Reinhardt hat doch gesagt, dass er den Mann kennt. Wer ist denn der Herr Reinhardt? Herr Reinhardt ist der Mann, der mir zuerst die Automaten verkauft hat. Wofür ich ja nur den Kredit abzahlen muss. Ja, was soll ich denn jetzt machen? Ja, das sieht nicht gut aus, Frau Gräbner. Das scheint mir eine ziemlich windige Sache zu sein. Frau Gräbner weiß nicht, dass sowohl Herr Reinhardt als auch der Mann, der ihre Automaten mit ungedeckten Schecks wieder aufgekauft hat, zu einer größeren Betrügergruppe gehören, die mit verteilten Rollen in wechselnder Besetzung ihr kriminelles Gewerbe betreiben. Wenige Tage, nachdem sie die Automaten bei Frau Gräbner abgeholt haben, bringen sie die Geräte zu einem Gastwirt, der sich auf ein Inserat gemeldet und Interesse an Verkaufsgeräten bekundet hat. Der hat geschrieben, dass er für hungrige Gäste nach Küchenschluss noch was zu essen anbieten will. Dann liegen wir ja goldrichtig. Ja, klar. Du sollst vielleicht ein bisschen draufdrücken, du, dass wir da noch ankommen, bevor du den Laden über Nachmittag dicht macht.
Dem Gastwirt, zu dem die Betrüger jetzt unterwegs sind, wird es wohl nicht besser gehen als vor ihm vielen anderen. Auch er wird zunächst hoffnungsvoll in das Geschäft einsteigen und dann später das Nachsehen haben, so wie Frau Gräbner. Sie hat zwar versucht, mit der Automatenfirma noch einmal Kontakt aufzunehmen, doch die war unter der alten Adresse längst nicht mehr erreichbar. Die Schäden sind in solchen Fällen dann immer recht beträchtlich. Die Verlustrechnung bei Frau Gräbner sieht folgendermaßen aus. Da der Scheck, den ihr die Betrüger angedreht haben, nicht gedeckt und damit wertlos war, ist sie zwar die Automaten los, muss aber die Ratenzahlung weiter entrichten. Und natürlich sind auch die 2000 Mark verloren, die Frau Gräbner einem der Männer noch als Provision für das Schwindelgeschäft gegeben hat. Auch im nächsten Fall geht es um ein Betrugsgeschäft, das in neuerer Zeit besonders grassiert. Diesmal ist es nicht der Verkauf angeblich gewinnbringender Automaten, mit dem die Betrüger locken. Diesmal versuchen sie, aus dem menschlichen Bedürfnis nach sozialen Kontakten Profit zu schlagen. Also aus dem Wunsch nach Unterhaltung und Geselligkeit. Ein Wunsch im Übrigen, der umso stärker wird, je einsamer die Menschen werden. Und Einsamkeit ist in unseren Tagen ja ein wachsendes Problem, insbesondere bei älteren Menschen. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So. Auch Maria Wiegand ist oft allein. Sie bekommt nur recht selten Besuch. Die alte Dame, die ihren Mann schon vor über 10 Jahren verloren hat, freut sich auf die gemeinsamen Stunden mit der Familie ihres einzigen Sohnes. Hans-Peter Wiegand arbeitet als Vertriebsleiter in einer Maschinenfabrik. Sein Beruf nimmt ihn stark in Anspruch, sodass er nur selten Zeit findet, die 200 Kilometer zu seiner Mutter zu fahren. Auch mal eine 6. So, jetzt aber. Und, ja, prima. Na, was ein Glück, dass du gewonnen hast. Na, lass ihn doch. Gewinnen ist doch viel schöner als verlieren, ne? Ja, du musst es ja wissen. Du warst ja als Kind auch nicht gerade ein guter Verlierer. Was, ich? Nicht Mutti, das hast du selber immer gesagt. Naja, gerade bei Mensch ärger dich nicht, da gab's schon mal Tränen. Da hat er sogar mal vor Wut das ganze Spiel auf den Boden geworfen. Siehst du, das tue ich nicht. Nein, du bist ja auch mein Guter. Auch ist doch zu schade, dass ihr so selten kommt. Weißt du was, Mutti? Wir telefonieren einfach ein bisschen öfter miteinander. Hm? Sag mal, du könntest doch auch mal was anderes unternehmen. In so einer Stadt, da gibt's doch alle möglichen Angebote. Ja. Auch für ältere Leute, Seniorenprogramme und so weiter. Ob das für mich das Richtige wäre, wenn da lauter so alte, tüttelige Leutchen zusammenhocken, ob mir das Spaß macht. So, Frau Wiegand fühlt sich zu jung, um ihr Leben nur in der Gesellschaft älterer Leute zu verbringen. Sie hat sich deshalb bislang immer gescheut, entsprechende Kontakte zu suchen. In der Stadt, in der Frau Wiegand lebt, hat ein Team von windigen Geschäftemachern die Bedürfnisse alter und einsamer Menschen erkannt und versucht daraus für sich Kapital zu schlagen. Die drei haben sich ein Unternehmen mit klangvollem Namen zugelegt, den Club für sinnvolle Freizeitgestaltung. Also ich finde, wir dürfen die Anzeige nicht zu sehr auf alte Leute abstimmen. Schließlich gibt's noch andere, die alleinstehend sind und nur auf Anstoß warten. Tja, da hast du schon recht, Horst. Aber womit sollen wir die ansprechen? Na, wir könnten doch was von Kegeln oder solchen Sachen mit reinschreiben. Ein bisschen was Sportliches eben. Ja, finde ich auch. Ist gar nicht so dumm. Je mehr sich da melden, umso mehr bleiben hängen. Lies doch mal vor, was wir bis jetzt haben. Ja, los, mach mal. Also, fühlen Sie sich einsam? Fragezeichen. Dagegen kann man etwas tun, Ausrufezeichen, kommen Sie zu uns, Punkt. Wir gehen gemeinsam ins Theater, Punkt. Wir fahren Sonntag ins Grüne, Punkt. Wir treffen uns einmal in der Woche gemütlich zu einem Gläschen Wein. Ja, und dann könnten wir noch dazu sagen, wir gehen gemeinsam kegeln. Ausrufezeichen, ja, schön, ja. Gut, ja, und dann gehen wir das Ganze gleich telefonisch in Zeitungen durch, damit wir noch in die Wochenendausgaben reinkommen. Wie ist mit den Kosten? Wollen wir da nichts reinschreiben? Nee, von Kosten kommt da nichts rein. Das schreckt die Leute höchstens ab. Das müssen wir denen beibringen, wenn sie anrufen oder herkommen. Auch Frau Wiegand hat in ihrer Zeitung die geschickt aufgemachte Anzeige des Clubs für sinnvolle Freizeitgestaltung gelesen. Ja, das verstehe ich. Der Text scheint ihr so vielversprechend, dass sie dort anruft. Aber ich würde halt gerne einmal etwas Näheres erfahren, wie das so vor sich geht bei Ihnen. Wissen Sie, Frau Wiegand, das ist am Telefon natürlich nicht so gut. Sie bekommen einen viel besseren Eindruck, wenn Sie uns mal besuchen. Ja, das kann ich ja gern mal machen. Ich habe ja Zeit. Wann passt Ihnen denn? Ach, da richten wir uns ganz nach Ihnen. Wir sind ja für Sie da. Wie wär's denn morgen Nachmittag gegen 14 Uhr? Ginge das bei Ihnen?
Sicher doch, das richte ich mir so ein. Also dann bis morgen. Wiederhören. Geschickt hat es die Dame vom Freizeitclub verstanden, am Telefon möglichst wenig Informationen zu geben. Und als Frau Wiegand am nächsten Tag zu einem persönlichen Gespräch erscheint, kann die clevere Clubmanagerin routiniert alle Register ziehen. Also ich würde Ihnen vorschlagen, schauen Sie doch mal in unseren Terminkalender für die kommenden Wochen. Ich bin sicher, da ist einiges dabei, für das Sie sich interessieren. Schauen Sie, der Operettenbesuch zum Beispiel. Ich habe die Aufführung selbst gesehen und ich muss Ihnen sagen, es ist eine ausgezeichnete Inszenierung. Ja. Aber zuvor könnten Sie schon an einem Kaffeenachmittag teilnehmen. Wir haben da immer einige Tische reserviert in einem Ausflugslokal am Stadtrand. Also das ist wirklich alles sehr interessant. Auch diese Wochenendfahrt in den Schwarzwald, da würde ich gerne einmal mitmachen. Aber sicher, dem steht ja gar nichts im Wege. Sie brauchen bloß zu wählen, Sie können überall teilnehmen, aber Sie müssen natürlich nicht. Es bleibt ganz Ihnen überlassen. Und was mich auch interessiert, wird denn Ihr Club irgendwie unterstützt oder wie geht das sonst mit den Kosten? Nein, wir sind völlig unabhängig und arbeiten ohne irgendwelche Zuschüsse. Deshalb sind wir ja auch so frei bei unseren Planungen. Wir können also das Allerbeste für Sie heraussuchen. Ja, aber solche Fahrten und ein Besuch im Theater, das kostet doch Geld. Sicher, Frau Wiegand, da haben Sie schon recht. Aber das wird ja praktisch alles abgedeckt durch die Aufnahmegebühr und vor allem durch den Jahresbeitrag. Und wie hoch ist die Aufnahmegebühr und der Jahresbeitrag? Da haben wir uns bemüht, sehr knapp zu kalkulieren und haben deshalb besonders günstige Preise. 500 Mark als einmalige Aufnahmegebühr und ein Jahresbeitrag von 350 Mark. Also sind gerade mal 30 Mark im Monat. Ja, schon, aber insgesamt kommt ja doch eine ganze Menge zusammen, besonders am Anfang. Wenn Sie bedenken, dass wir pro Woche fast täglich eine Veranstaltung anbieten, ist das kaum der Rede wert. Ja, also ich bin schon sehr interessiert, aber so auf Anhieb möchte ich mich doch nicht gleich festlegen. Das kann ich gut verstehen, Frau Borsig. Entschuldigung, dass ich störe, aber da ist das Ehepaar Stenzel, Frau Borsig. Mit den Herrschaften waren Sie ja um 14.30 Uhr verabredet. Dankeschön, Moment noch, wir sind gleich soweit. Ja, im Grunde genommen, Frau Wiegand, sind wir beide auch fertig. Ich gebe Ihnen noch hier unseren Aufnahmeantrag mit. Den sollten Sie sich zu Hause mal in Ruhe durchlesen. Ja, das wird das Beste sein. Und dann vergessen Sie den Veranstaltungskalender nicht. Lesen Sie ihn auch durch. Ich hoffe, dass Sie zu uns finden. Wiedersehen, Frau Wiegand. Auf Wiedersehen. Bis dann. Die vielseitigen Angebote des neuen Clubs fallen bei Frau Wiegand auf fruchtbaren Boden. Da ist ein erheblicher Unterschied zwischen den mündlichen Versprechungen der Managerin und den kleingedruckten Geschäftsbedingungen des Aufnahmeformulars besteht, fällt ihr nicht auf, weil sie das Kleingedruckte nicht liest. Und ihr Sohn, der eine Geschäftsreise zu einem kurzen Abstecher bei der Mutter nutzt, bestärkt sie noch in ihrer Absicht, dem Club beizutreten. Denn auch er macht sich nicht die Mühe, die Vertragsbedingungen genauer zu studieren. Also ich finde das wirklich eine tolle Sache. Da hat doch endlich mal jemand eine gute Idee gehabt. Das ist doch genau das, was hier immer gefehlt hat. Ja, nein? Was die so anbieten, also da wäre schon einiges dabei, wo ich ganz gern mal mitmachen würde. Aber weißt du, wenn ich an das viele Geld denke. Ja, am Anfang vielleicht, aber wenn du da erst mal drin bist, ist es doch gar nicht mehr so schlimm. Und das Wichtigste ist doch, dass du da wahrscheinlich eine ganze Menge neuer Leute kennenlernst und mal aus deinen vier Wänden herauskommst. Und du meinst also, ich soll das wirklich machen? Ich meine das nicht nur, ich habe sogar einen guten Einfall. Weißt du was? Du hast auch im nächsten Monat Geburtstag. Die Aufnahmegebühr und der Mitgliedsbeitrag, das wird unser Geburtstagsgeschenk. Oh, vielen Dank, mein Junge. Maria Wiegand hat den Vertrag mit dem Club für sinnvolle Freizeitgestaltung unterschrieben. Das großzügige Angebot des Sohnes hat schließlich den letzten Ausschlag gegeben. Und so kommt es, dass sie gut eine Woche später bereits das erste Mal an einer der Veranstaltungen teilnehmen will. Entschuldigen Sie bitte. Guten Tag. Guten Tag. Ich sehe gerade, dass Sie diesen Veranstaltungskalender lesen. Sind Sie auch Mitglied in dem Club? Ja. Warum? Dann will ich mich vorstellen. Mein Name ist Wiegand. Ich bin letzte Woche neu eingetreten und möchte heute an dem Kaffeenachmittag teilnehmen, draußen in der Waldgaststätte. Freut mich, Sie kennenzulernen, Frau Wiegand. Mein Name ist Reimann. Ich bin auch neu. Ach, das trifft sich ja prima. Dann sind wir beide nicht so allein, wenn wir dort ankommen. Ja, genau. Aber wissen Sie, ich finde es nur ein bisschen komisch, dass wir da mit dem Stadtbus hinfahren müssen. Eigentlich sollte doch ein Extrabus fahren. Das stimmt, so steht's im Veranstaltungskalender. Aber das ist doch kurzfristig geändert worden, wegen der Kosten. Ist wohl billiger so. Und das Fahrgeld gibt's ja zurück. Tatsächlich? Das wusste ich gar nicht. Doch, ich habe da angerufen und die Dame im Büro hat mir das gesagt. Na, da bin ich aber wirklich gespannt, wen wir da so treffen und wie das alles läuft.
Der Nachmittag in der Waldgaststätte verläuft dann aber doch ganz anders, als die beiden neuen Clubmitglieder sich das vorgestellt haben. Zunächst einmal werden sie recht lautstark empfangen. Na, ein ruhiger Kaffeenachmittag scheint das ja gerade nicht zu werden. So stand es doch im Prospekt, oder? Mir macht das nichts aus. Ich habe ja selbst einen Enkel, der ist auch ungefähr in dem Alter. Da bin ich an sowas gewöhnt. Na, ich weiß nicht. Noch ist Frau Wiegand bereit, über offensichtliche Mängel bei der Organisation hinwegzusehen. Doch bald kommen auch ihr ernsthafte Bedenken. Mir bitte auch eine Tasse Kaffee. Ich warte noch. Die Damen, was darf ich Ihnen bringen? Ja, wieso kann man sich denn da was aussuchen? Ich denke, das ist alles vorbestellt. Es hieß doch Kaffee und Kuchen inklusive. Das mag schon sein, aber das weiß ich nicht so genau. Wer hat es denn bestellt? Ich nehme an, die Frau Borsig von unserem Club, die managt doch alles. Die hat auch sicher hier den Tisch bestellt. Sie sehen doch das Schild hier. Und wer ist Frau Borsig? Dann muss die Dame das doch wissen. Ja, die ist noch nicht da, die kommt sicher noch. Ja, möchten Sie so lange warten oder vorher bestellen? Nein, ich bestelle dann schon mal. Also, ein Kännchen Kaffee für mich und ein Stück Obstkuchen. Für mich das Gleiche, bitte. Bitte? Aber bitte mit Sahne. Das fängt ja gut an. Die Organisation scheint wirklich noch nicht zu klappen. Und wenn das alle sind, die hier teilnehmen. Meine Herrschaften, da war gerade ein Anruf für Sie. Die Dame, die Sie erwarten, lässt sich entschuldigen. Sie muss überraschend zu einem wichtigen Termin wegen einer Theaterveranstaltung in der nächsten Woche. Sie wissen dann schon Bescheid. Jedenfalls wünscht sie Ihnen viel Vergnügen heute Nachmittag. Jetzt reicht's mir. Das passiert nun zum dritten Mal. Da steckt doch System dahinter. Die wollen uns wohl für dumm verkaufen. Ja, aber wieso denn? Was heißt denn für dumm verkaufen? Na, ist doch ganz klar. Da heißt es erst, es ist alles frei, zahlt alles der Club. Dann kommt keiner von denen. Das heißt, wir müssen alles selber zahlen. Aber das kriegen wir doch wieder, wenn wir wirklich mal was auslegen. So hat's mir die Frau Borsig erklärt. Ja, Pustekuchen. Lesen Sie sich mal die Geschäftsbedingungen genau durch. Nicht eine müde Mark brauchen die uns zurückbezahlen. Das sind für die alles nur Kannbestimmungen. Aber wir müssen zahlen. 850 Mark. Also ich gehe jetzt. Und heute bekommen Sie doch meine Aussetzerklärung von mir. Frau Wiegand und Frau Reimann sind dem Beispiel ihres Tischnachbarn gefolgt und ebenfalls wieder aus dem dubiosen Freizeitclub ausgetreten. Denn nachdem sie einmal kritisch geworden waren, haben sie natürlich sehr schnell gemerkt, dass das Programm des Clubs im Grunde genommen nur aus falschen Versprechungen bestand. Ihr Geld aber haben sie nicht zurückbekommen, denn in den Vertragsbedingungen, die sie unterschrieben hatten, stand klipp und klar, dass auch bei Austritt die Aufnahmegebühr und der Jahresbeitrag dem Club zustehen. Die beiden älteren Damen hätten vielleicht mit Aussicht auf Erfolg prozessieren können. Mit so einem Prozess sind aber natürlich auch erhebliche Risiken und eine gehörige Portion Ärger verbunden. Beides haben die Damen gescheut und den Verlust schließlich schweren Herzens abgeschrieben. Von einem Verlust in einer noch viel gravierenderen Größenordnung ist in unserem nächsten Fall die Rede. Es geht dabei um sogenannte Warentermingeschäfte. Das sind riskante Spekulationen an den großen Rohstoffbörsen. Nur wenige Spezialisten verstehen etwas von dieser Materie. In letzter Zeit sind aber nun Dutzende von dubiosen Firmen dazu übergegangen, dem ahnungslosen Durchschnittsbürger diese Warentermingeschäfte als angebliche todsichere Tipps zu Reichtum aufzudrängen. Natürlich wollen diese Firmen vor allem selbst Gewinne machen. Und um dies sicherzustellen, haben sie einfach die Spielregeln ein wenig zu ihren Gunsten verändert. Kaum jemand merkt das, denn an der verbreiteten Unkenntnis hat sich nichts geändert. Auch wenn heute jeden Tag Tausende von unwissenden Bürgern mit cleveren Telefonverkäufern lange Gespräche über die Börsenpreise von Rohkaffee, Sojabohnen oder Buntmetallen führen. Für Peter Erbacher, Installateur und Heizungsbauer, gehört der Umgang mit Metallen zum Alltag. Er verarbeitet viel Kupferrohr und er hat sich über das Auf und Ab der Kupferpreise schon manchmal geärgert oder gefreut. Aber er hat sich nie Gedanken gemacht, was hinter diesen Preisschwankungen steckt. Im Sommer 1979 steht Peter Erbacher oft noch spät abends allein in seiner Werkstatt. Nachdem er sich vor ein paar Jahren selbstständig gemacht und zunächst nur das notwendigste Werkzeug angeschafft hatte, musste er jetzt, um konkurrenzfähig zu bleiben, seinen Betrieb mit modernen Maschinen ausrüsten. Auf Kredit. Und die zusätzlichen Zahlungen für Zins und Tilgung wollen jeden Monat verdient sein. An einem Dienstagabend im August klingelt noch spät das Telefon.
Ja, Erbacher. Guten Abend, Herr Erbacher. Ich hatte schon bei Ihnen zu Hause angerufen. Ihre Frau sagte mir, dass Sie arme Menschen im Betrieb sind. Abends kann man arbeiten, ohne dass man dauernd ans Telefon muss. Normalerweise wenigstens. Entschuldigen Sie, wenn ich gestört habe. Aber an dieser Störung können Sie mehr verdienen als an der ungestörten Arbeit. Wer sind Sie denn? Worum geht's denn? Entschuldigen Sie, Becker ist mein Name. Ich bin von der Produktenbörse. Ich habe Ihnen einen interessanten Anlagevorschlag zu machen. Mit enormen Gewinnchancen. Sie rufen mich ja abends an, um mir sowas zu erzählen. Wenn ich was anzulegen habe, dann stecke ich es in meinen Betrieb. Legen Sie nicht auf, Herr Erbacher. Jetzt haben Sie Ihre Arbeit sowieso unterbrochen. Hängen Sie noch eine Minute dran und hören Sie sich an, worum es geht. Wenn Sie dann immer noch Nein sagen, okay, in Ordnung, Herr Erbacher. Lassen Sie uns mal einen Augenblick über Rohstoffpreise reden. Der Anrufer, der sich Becker nennt, hat mit der Produktenbörse nicht das Geringste zu tun. Er arbeitet für eine Firma mit Hauptsitz in Liechtenstein, die vor einigen Monaten in Frankfurt eine Büroetage angemietet hat. Außer ihm arbeiten hier noch 5 weitere sogenannte Anlageberater. Alle verkaufen ausschließlich per Telefon. Aber verdient wird letztlich bei uns immer. Was glauben Sie, wie viel Verdienst unsere Kunden mit Rohkaffee gemacht haben? 1500%. Das geht bei Kaffee jetzt eigentlich erst richtig los. Armin Weil, 20 Jahre alt, bis vor 3 Monaten noch Zeitschriftenwerber. Nach einem Schnelltraining nennt er sich jetzt Anlageberater. Ja, ich will Sie auch gar nicht weiter bedrängen. Aber wenn Sie irgendwelche Zweifel haben, dann versuchen Sie es doch mal mit einem kleinen Testgeschäft. Sie riskieren nichts. Und können sich selbst davon überzeugen, wie richtig meine Einschätzung ist. Michael Wernicke, 42 Jahre alt, früher Starverkäufer bei dem Schwindel-Imperium iOS, dann bei einer windigen Automatenfirma, neuerdings erfolgreich im Warentermingeschäft. Ich melde mich nochmal bei Ihnen, weil sich inzwischen schon wieder was Neues ergeben hat. Albert Bödinger, 30 Jahre alt, hat als Staubsaugerverkäufer reden gelernt. Jetzt, nach dem Schnellkurs, ist er gespickt mit Börsenfachausdrücken. Eben kam per Ticker der heiße Tipp von unserem Broker aus London. Die Trendfolge der Computeranalyse signalisiert sofort Einschätzung. Seit 14 Tagen Anlageberater ist der 27 Jahre alte Winfried Liedtke. Abgebrochenes Studium, Interviewer bei einem Meinungsforschungsinstitut. Sie können sich da völlig auf unsere Erfahrungen verlassen. Ich erinnere mich nicht, dass wir jemals mit unseren Prognosen irgendwie falsch gelegen hätten. Das ist ganz sicher. Dietmar Pohl, 35 Jahre, wollte früher Romanschriftsteller werden und setzt auch jetzt seine blühende Fantasie ein. Wir haben Informationen, dass Rot-China heimlich die gesamte Welternte an Zucker aufkauft. Sobald das an der Börse durchsickert, wird der Kurs wie eine Rakete steigen. Und Ihr Gewinn steigt natürlich mit. Natürlich nicht, Herr Erbacher. Mit dem Installateur Erbacher spricht an diesem Abend Erwin Becker. Er war Autoverkäufer, bevor er entdeckte, dass seine Redegewandtheit am Telefon sehr viel mehr einbringt. Genau wie seine Kollegen verdient er monatlich zwischen 8.000 und 30.000 Mark. Und sie alle haben einen ehernen Grundsatz. Keinen in Ruhe lassen, bevor er nicht Ja gesagt hat und wenn es 2 Jahre dauert. Ich will Sie keineswegs mit aller Gewalt überreden, Herr Erbacher. Aber weil Sie vorhin Kupfer erwähnt haben. Sie wissen ja selbst, wie die Preise da zurzeit aussehen. Die sind ziemlich hoch. Ich habe gerade heute eine Rechnung bezahlt. Ich hoffe, das wird bald wieder billiger. Da muss ich Sie enttäuschen, Herr Erbacher. Nach der Trendanalyse ist das erst der Anfang. Das hängt mit der zunehmenden politischen Unsicherheit in Afrika zusammen. Aus Katanga kommt bald nichts mehr. Peter Erbacher weiß natürlich nichts über den Verkäufer und dessen Firma. Er hat durchaus den Eindruck, mit einem seriösen und fachkundigen Partner zu sprechen, der zumindest Höflichkeit verdient. Mehr allerdings nicht. Das ist ja alles ganz interessant, was Sie mir da erzählen, aber bei mir vergeuden Sie Ihre Zeit. Ich habe nichts zum Anlegen. Im Gegenteil, ich könnte jemanden brauchen, der mir etwas gibt. Sie haben auf Kredit investiert, was? Naja, wie soll man das auch anders machen? Klar, verstehe ich. Aber dann könnten Sie doch einen dicken Börsengewinn gut gebrauchen. Jetzt einsteigen. In 3 Monaten den Gewinn mitnehmen und auf einen Schlag die Schulden zurückzahlen. Wäre das nichts? Und Sie verdienen am Kupfer, statt sich immer zu ärgern, wenn es teurer wird. Also ich habe mein Geld immer mit Arbeit verdient. Ich bin kein Spekulant. So, und jetzt habe ich zu tun. Selbstverständlich. Ich will Sie jetzt auch gar nicht aufhalten. Denken Sie mal darüber nach. Und wenn es etwas Neues gibt. Nein, nein, das ist zwecklos. Ich habe keinen Bedarf. Wiederhören. Peter Erbacher ist nach dem Telefongespräch doch ein wenig nachdenklich geworden. Einerseits macht er aus Prinzip keine Geschäfte, von denen er nichts versteht. Und von der Rohstoffbörse hat er nun einmal keine Ahnung. Andererseits erscheint ihm die Aussicht, auf einen Schlag alle Schulden loszuwerden, durchaus verlockend. An diesem Abend schiebt er den Gedanken aber erst einmal beiseite und geht an seine Arbeit zurück.
Am nächsten Tag nehmen ihn die alltäglichen Probleme so in Anspruch, dass er an den Anruf des Anlageberaters gar nicht mehr denkt. Kann man nur so blöd sein? Das muss man doch merken, wenn keine Kühlflüssigkeit mehr rauskommt. Weißt du, was so eine Maschine kostet? Aber Herr Becker von der Frankfurter Firma sorgt dafür, dass er nicht in Vergessenheit gerät. Erbacher Installation und Heizungsbau. Herr Erbacher ist gerade in der Werkstatt, der kann da nicht weg. Können Sie vielleicht etwas später? Na gut, ich sag ihm Bescheid. Einen Moment bitte. Ein Herr Becker aus Frankfurt, der sagt, Sie erwarteten seinen Anruf und es wäre dringend. Ach, der hat mir gerade noch gefehlt. Ja, Erbacher. Tag, Herr Erbacher. Ich weiß, dass ich störe, aber es ist dringend. Ich kenne das. Da schuftet man den ganzen Tag wie verrückt. Und was kommt raus? Ärger. Sie sagen es. Was gibt's denn so Dringendes? Ich weiß nicht, was Sie am Tag mit Ihrer Arbeit verdienen. Aber wenn Sie gestern mit 10.000 D-Mark eingestiegen wären, hätten Sie heute 1.000 verdient. Ganz im Ernst. Es geht los. Der Kupferpreis fängt an zu laufen. Und das ist erst der Anfang. Peter Erbacher hat den Köder, ohne es zu merken, schon geschluckt. Die Behauptung, also man habe eine Chance verpasst, aber es sei noch alles drin, zieht fast immer. Herr Erbacher sagt bereits nicht mehr grundsätzlich nein. Ist ja alles ganz schön und gut, was Sie mir da erzählen, aber ich habe wirklich kein Geld, das ich anlegen könnte. Sie wollen doch nicht sagen, Sie seien so am Ende, dass Ihre Bank Ihnen nichts mehr gibt. Nein, das nicht, aber wenn was schief geht, wovon zahle ich das Herr Erbacher, zurück? Soll ich Ihnen mal etwas sagen? Wir Berater dürfen nicht spekulieren, damit wir nicht versuchen, die Kurse zu beeinflussen. Aber rein zufällig ist meine Schwester seit heute mit 100.000 Mark in Kupfer engagiert. Glauben Sie, meine Schwester wäre da eingestiegen, wenn auch nur die geringste Gefahr bestünde? Nein, nein. Sie können sich das Geld unbesorgt auf 3 Monate befristet leihen. Da sehe ich überhaupt kein Problem. Trotzdem, ich habe kein gutes Gefühl, mich auf eine Sache einzulassen, von der ich nichts verstehe. Vielleicht sollte ich doch vorher mal meine Bank fragen. Da wären Sie aber an der ganz falschen Adresse. Deutsche Banken sind vom wahren Terminhandel ausgeschlossen. Das machen nur englische oder amerikanische Broker. Das heißt, erstens, unsere Banken verstehen nichts davon. Und zweitens, sie verdienen nichts dran. Also werden Sie ihnen sagen, sie sollen ihr Geld lieber für 3,5% aufs Sparbuch bringen. Nein, nein. Wenn Sie Informationen wollen, wir haben eine Broschüre, in der alles drinsteht. Die haben Sie morgen früh in der Post. Bis dahin können Sie auch abklären, wie viel Kredit Sie bekommen. Ich rufe Sie gegen 11 Uhr an. Und dann kriegen wir den Zug noch, bevor er abgefahren ist. Gut, rufen Sie an, ich überleg's mir bis dahin. Wiederhören. Frau Kilian, rufen Sie doch mal bei der Bank an und fragen Sie, ob ich morgen früh doch mal vorbeischauen kann. Bei Herrn Wolf von der Kreditabteilung. Peter Erbacher ist bei seiner Bank seit Jahren als solider Geschäftsmann und als zuverlässiger Kunde bekannt. Ohne Schwierigkeiten hat er einen zusätzlichen Kredit von 20.000 Mark bekommen. Rückzahlbar in 3 Monaten. Keine Sorgen. Ich danke Ihnen, Herr Wolf. Nichts zu danken. Dafür sind wir ja da. Auf Wiedersehen. Wiedersehen, Herr Erbacher. In der Bank entschließt sich Peter Erbacher, doch noch einmal Erkundigungen einzuziehen. Nur um nichts zu versäumen, denn eigentlich glaubt er aus der Broschüre, die er an diesem Morgen erhalten hat, bereits alles zu wissen. Ich hatte mal eine Frage, das betrifft Warentermingeschäfte bzw. Optionen. Ja, gern, Herr Erbacher. Was möchten Sie denn da wissen? Ja, also eigentlich möchte ich nur wissen, ob ich da richtig informiert bin. Können Sie mir mal ganz kurz erklären, was das ist? Ja, also nehmen wir zum Beispiel Kupfer. Kupfer, ja. Kupfer stand gestern genau auf 100. Sie können jetzt Kupfer an der Rohstoffbörse zu diesem Preis kaufen, bezahlen und gewissermaßen mitnehmen. Das ist ein Kassageschäft. Man kann aber auch einen Kaufkontrakt machen, heutiger Preis, Lieferung erst zu einem bestimmten Termin, sagen wir 3 Monate später. Das ist dann ein Termingeschäft. Und wenn der Preis inzwischen gestiegen ist, dann verkauft man wieder zum Tagespreis und jetzt hat man einen Gewinn gemacht. Dann gibt es doch da die Hebelwirkung. Ja, das hängt folgendermaßen zusammen. Wenn man den Terminkontrakt macht, braucht man nur 10% des Preises anzuzahlen. Wenn der Kurs jetzt nur um 10% steigt, haben Sie Ihr ganzes Kapital verdoppelt. Also 100% Gewinn gemacht. Aber warum machen das nicht längst alle Leute? Ja, ganz einfach. Der Kurs braucht auch nur um 10% zu fallen. Und der ganze Einsatz ist weg. Also 100%. Und wenn der Preis weiterfällt, müssen Sie sogar noch nachzahlen. Ja, aber dann gibt es doch da auch noch die Option,
das ist kein Risiko. Naja, es kommt drauf an. Sie kaufen mit der Option keine Ware, sondern nur das Anrecht, 3 Monate lang zum heutigen Kurs kaufen zu können. Wenn der Kurs dann inzwischen steigt, machen Sie von der Option Gebrauch und haben eventuell ein Geschäft gemacht. Wenn der Kurs inzwischen fällt, brauchen Sie Ihr Vorkaufsrecht nicht auszunutzen. Dann verfällt es. Und Sie haben die Optionsgebühr verloren. Denn die Option selbst kostet natürlich auch was. Naja, aber dann ist das Risiko ja wirklich nicht so groß. Naja, der Kurs muss erst einmal ordentlich steigen, damit Sie nur Ihren Einsatz wiederkriegen. Und er muss dann noch weiter steigen, damit ein Gewinn herauskommt. Würden Sie mir denn nun zu- oder abraten? Das kommt drauf an. Wenn Sie Geld übrig haben, das Sie auf interessante Weise loswerden möchten, dann ist es egal, ob Sie es beim Roulette verspielen oder an der Rohstoffbörse. Wenn Sie aber eine solide Anlage suchen, würde ich Ihnen was anderes empfehlen. Könnten Sie mir denn zum Beispiel eine Kupferoption besorgen? Nein, das machen ausschließlich spezialisierte Brokerfirmen. Aha, das habe ich mir gedacht. Also, vielen Dank für die Auskunft. Ja. Der Telefonverkäufer hat psychologisch äußerst geschickt vorgebaut. Peter Erbacher will sich nicht mehr warnen lassen. Er hat sich alles schon viel zu schön ausgemalt. Und so landen die geborgten 20.000 Mark auf dem Konto der Frankfurter Firma. Was Herr Erbacher nicht weiß, nur für 5.000 Mark wird an der Londoner Börse tatsächlich eine Option auf seinen Namen erworben. 15.000 Mark stecken die deutschen Vermittler als sogenannte Verdienstspanne in die eigene Tasche. Peter Erbacher tut konsequenterweise noch ein Übriges. Er lässt den Vertreter seiner Lieferfirma kommen, um für sein Materiallager Vorsorge zu treffen, bevor die Kupferpreise den erwarteten Höhenflug antreten. Schön, dass Sie gleich gekommen sind. Ich habe einen dicken Auftrag für Sie. Oh, das hört man gern. Haben Sie eine Großbaustelle an Land gezogen? Leider nicht. Ich möchte mir noch einen anständigen Vorrat Kupferrohr hinlegen. So, Herr Erbacher, ich verkaufe Ihnen wirklich gern alles, was Sie wollen. Aber warum gerade jetzt, wo die Preise so hoch sind? Warten Sie doch noch ein paar Tage, dann hat sich der Markt beruhigt. Ja. Kupfer wird noch steigen, das sage ich Ihnen. Meinetwegen. Aber schimpfen Sie nicht auf mich, wenn das in 1-2 Wochen billiger wird und Sie dann auf dem teuren Material sitzen. Ich habe zuverlässige Informationen. Kommen Sie, wir stellen es mal zusammen. Peter Erbachers zuverlässige Informationen erfüllen sich nicht. 3 Monate später ist der Kupferpreis erheblich abgesackt. Aber in dem Frankfurter Büro wird immer noch fleißig telefoniert. Der Inhalt der Gespräche hat sich, zumindest aus der Sicht der cleveren Verkäufer, nur geringfügig verändert. Das haben wir schon seit Monaten vorausgesagt, Herr Doktor. Kupfer musste einfach kommen. Aber jetzt kommt die Trendwende. Jetzt heißt es einsteigen. Für Peter Erbacher und mit ihm für tausende von anderen Opfern der dubiosen Telefonverkäufer hat sich allerdings in den 3 Monaten viel verändert. Der Installateur und Heizungsbauer muss doppelt dafür bezahlen, dass er sich gegen seine eigentliche Überzeugung von den schönen Worten des angeblichen Anlageberaters hat verführen lassen. Er sitzt auf einem Riesenvorrat zu teuer eingekaufter Kupferrohre und die Frankfurter Firma teilt in einem lapidaren Schreiben mit, dass seine 20.000 Mark infolge des gefallenen Kupferpreises verloren sind. Jetzt steht ihm ein peinliches Gespräch mit seiner Bank bevor. Und das Problem, auch noch den zusätzlichen Kredit durch noch mehr zusätzliche Arbeit abtragen zu müssen. 3 Faktoren sind es vor allem, meine Damen und Herren, die den gezeigten Handel mit Warentermingeschäften und Optionsgeschäften so gefährlich machen. Erstens, die Händler verharmlosen das enorme Verlustrisiko, das selbst für Experten besteht, die dieses Geschäft seriös betreiben. Zweitens, die Händler tun so, als sei bei ihren oft frei erfundenen Kursvoraussagen jeder Irrtum ausgeschlossen. Und drittens, die Händler verheimlichen ihre horrenden Gebühren, die sie abziehen. In unserem Beispiel 15.000 von 20.000 Mark. Dadurch verringert sich das eingesetzte Kapital des Kunden so katastrophal, dass riesige Kurssprünge notwendig wären, um jemals in die Gewinnzone zu kommen. Die Chance dafür ist gleich null. Also lassen Sie sich nicht verführen, auch wenn die Herren am Telefon diese Kunst aus dem FF beherrschen. Und nun, meine Damen und Herren, wie immer am Schluss der Sendung ein Fall aus dem Repertoire der Gauner und Betrüger, den unsere Mitarbeiter selbst getestet haben. Diesmal basiert der Trick, den wir Ihnen in unserem Experiment zeigen wollen, auf dem Prinzip des bargeldlosen Zahlungsverkehrs, der im Geschäftsleben einen immer breiteren Raum einnimmt. Sehen Sie bitte selbst, wie die Geschichte gelaufen ist. Guten Tag. Ich suche ein Geschenk für meinen Bruder, so eine Schale oder sowas. Wie hoch wollten Sie gehen? Ja, so 400-500 Mark, so als Limit.
Bernd Schröder ist nicht sehr wählerisch. Deswegen dauert das Aussuchen einer passenden Silberschale auch gar nicht lange. 4,25, da kommt so nur ein bisschen die Form mit zu. Das ist eine echte Wertanlage. Es ist nur folgendes Problem. Ich bin nur auf der Durchreise da. Ich habe kein Scheckheft dabei. Dürfte ich Ihnen das überweisen? Ja, ja, damit ich schreibe das auf die Rechnung drauf. Da ist die Kontonummer drauf. Unser Mann verspricht, das Geld zu überweisen und die Schale danach in den nächsten Tagen abzuholen. Gut, ich, so wie ich zu Hause bin, weiß ich das und dann können Sie es mir dann... Den Betrag ja, richtig, jawohl. Jetzt schicke ich Ihnen zu viel, das will ich auch nicht. Gut, okay, herzlichen Dank. Zwei Tage später bringt er sich bei dem Silberwarengeschäft wieder in Erinnerung. Zunächst telefonisch. Ja, recht schönen guten Tag, Schuster. Ich war vorgestern bei Ihnen, habe eine Silberschale ausgesucht als Geschenk, wenn Sie sich entsinnen. Ja, genau. Ich bin überraschend zufällig hier heute. Ja. Darf ich mal kurz vorbeikommen? Ja, aber selbstverständlich. Haben Sie mittags geschlossen oder wie Sie? Nein, ist durchgehend. Durchgehend, dann schaue ich mal vorbei. Ja, gut. Dankeschön. Wiederhören. Das ging doch sehr viel schneller, als ich dachte. Ja. Jetzt habe ich natürlich gleich noch vorgestern das überwiesen. Ach so. Ich weiß nicht, ob Sie es schon haben. Nicht. Ich hab selbst noch nicht nachgeguckt, also, wird wahrscheinlich gekommen sein. Ja. Ich gebe es Ihnen dann so prima mit. Ne? Okay. Nachdem unser Mann dann die Durchschrift eines Überweisungsauftrages vorgezeigt hat, wird ihm die Silberschale im Wert von 400 Mark eingepackt. Dass die Überweisung nie bei einer Bank in Auftrag gegeben worden ist, erfährt die Geschäftsfrau erst, als Bernd Schröder den Laden verlassen hat. Der nächste Versuch in einem Porzellangeschäft. Ich habe das gleich überwiesen am selben Tag. Ja. Dann müsste ich auf dem Guter bei Ihnen sein. Haben Sie da schon mal geguckt? Auch hier zieht der Trick mit der angeblichen Überweisung. Die Verkäuferin packt unserem Mann eine Vase aus Delfter Porzellan ein, Wert 417 Mark. Wiederschauen. Und noch ein drittes Mal probiert unser Team die Masche mit Erfolg aus. Diesmal geht es um ein kunstvolles Schachspiel im Wert von 645 Mark. Nee, das geht schon, das ist nicht so schlimm. Ganz so schwach bin ich nicht, wie ich aussehe. Dank Gottes will ich wohl das damit nicht sagen. Okay. Nun, mancher von Ihnen wird wohl zugeben müssen, dass er da vielleicht auch reingefallen wäre. Denn nicht jeder macht sich klar, dass die Durchschrift eines Überweisungsauftrags im Prinzip ein völlig wertloses Stück Papier ist. Sie ist keinesfalls eine Quittung. Jedenfalls so lange nicht, wie sie von der ausführenden Bank nicht abgestempelt ist, beziehungsweise der dazugehörende Kontoauszug nicht bestätigt, dass der Überweisungsauftrag auch wirklich ausgeführt worden ist. Und damit darf ich mich für dieses Jahr verabschieden. Auch im nächsten Jahr wird Ihnen die Sendereihe Vorsicht Falle mit 4 neuen Folgen wieder Tipps und Ratschläge geben, wie Sie sich vor Schaden schützen können. Bis dahin darf ich mich für Ihre Aufmerksamkeit bedanken. Auf Wiedersehen.